Ja, hallo Leute. So, die neue und Frank Season hat angefangen. Miniboss Season haben wir jetzt wieder. Das heißt, dieses Unterfangen kriegen wir wieder sehr viele V-Bucks auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall klar. Das heißt jetzt aber nicht direkt, dass wir morgen auf einmal 5 oder so haben. Kann klar durchaus sein. Kann aber auch sein, dass wir vielleicht ein paar Tage nichts kriegen und dann wieder volle Power 1 oder 2 kriegen. Ja, ist auf jeden Fall sehr nice. Allerdings ist es immer random, wie wir es kriegen, natürlich. Vielleicht das Beste daran ist, diese Unterfangen-Season geht bis zum 5. April. Das heißt, in diesem Zeitraum wird auf jeden Fall sehr, sehr viele V-Bucks verfügbar sein. Müsste eigentlich. Wir fangen heute erstmal an mit einer. Wir haben natürlich eine. Das ist heute. Einer. Moment, wo ist sie denn? Das ist eine 58er. Ah, hier ist sie. Reparieren Schutzbunker. Ihr seht es schon. Es ist wie bei Hexelvanien damals gewesen. 35 V-Bucks. Also letzte Season war ja so immer nur 35 V-Bucks. Ah, hier ist es jetzt 35 V-Bucks. Es gibt es eine EP, gibt es dann noch 15.675. Und dann nochmal Tickets, Mondtickets. Sehr nice. Überleben EP ist dabei und Vorteil plus episch. Also besser geht's ja nicht. Also das ist super nice. Ja. Klappt. Das ist sehr nice. Sehr, sehr nice, muss ich schon sagen. Ja, okay, dann bis zum nächsten Mal mit V-Bucks, ne? Ja, ich bin gehyped. Also viel wird auf jeden Fall kommen.